Lancelot der Karrenritter ist eine arthurische Verserzählung, welche dafür bekannt ist, den Charakter von Lancelot, dem Liebhaber Guinevere, in den Artus-Kanon einzufügen. Verfasst wurde der ganze Spaß von dem Typen hier, Chrétien de Troyes, welcher am Hofe der Gräfin Marie de Champagne in Nordfrankreich als Dichter diente und in ihrem Auftrag die insgesamt 7134 Vers lange Romanze um das Jahr 1180 verfasste. So, worum geht es? Die ultraspannende Handlung beginnt wie so viele Artus-Legenden an einem Festtag in Camelot, bei welchem wichtig für die Handlung hier König Artus, Königin Guinevere, Sir Kay und Sir Gawain anwesend sind. Plötzlich erscheint jedoch auch ein ungewollter Gast, Maleagant, der Prinz von Gore, von dem wir wissen, dass er böse ist, weil sein Name mit dem Präfix Mel anfängt. Maliboy verspottet die Tafelrunde, denn von der letzten Keilerei, die es zwischen England und Gore gab, hatte noch eine Menge Geißeln übrig, allerdings macht der Artus auch einen Vorschlag. Wenn sich ein Ritter findet, welcher ihn alleine im Zweikampf besiegt, wird Maleagant alle seine Geiseln freilassen. Doch sozusagen als Pfand für dieses Duell muss Guinevere mit ihnen in den Wald gehen, ohne jede Garde oder sonstige Beschützer. Kay, einer der eher weniger bekannten Ritter Artus, erklärt sich bereit und Guinevere hat anscheinend auch kein Problem damit, als lebende Schachfigur verwendet zu werden, und so treffen sich die drei im Wald. Und Maleagant besiegt Kay so dermaßen hoch, dass es nur an Guineveres Flehen liegt, dass er überhaupt am Leben gelassen wird. Anschließend entführt Maleagant sowohl Kay als auch Guinevere nach Gore. Arthur ist ziemlich schockiert, dass Maleagant nur nach Guinevere entführt hat. Ja, man hätte es wirklich bei ihm nicht denken können, weil er sonst immer so eine Seele von Mensch, der nie irgendwelche Geiseln genommen hat. Jedenfalls schickt er Sir Gawain nach Gore, um Guinevere zurückzuholen und vielleicht auch Sir Kay, wenn es sich einrichten lässt. Dieser macht sich also auf den Weg und trifft unterwegs auf einen anderen Ritter, welcher ebenfalls von Guineveres Erführung erfahren hat und auf dem Weg nach Gore bereits eines seiner Pferde zu Tode geritten hat. Wir als Leser wissen es noch nicht, aber hierbei handelt es sich um das erste literarische Erscheinen von Lancelot du Lac, welcher in fast allen späteren Adaptionen des Artus-Stoffes, in dem er vorkommt, als ein Liebhaber Guineveres charakterisiert wird. Jedoch mit höchst unterschiedlichen Darstellungen dieser Romanze, worauf ich später nochmal zurückkommen werde. Da Lancelot jedoch zunächst noch ohne Fortbewegungsmittel dasteht, da er sein Pferd in Begierde zu Guinevere totgeritten hat, lässt er sich auf einen Handel mit einem Zwerg ein. Dafür, dass er von dem Zwerg Informationen bezüglich Guineveres Aufenthaltsort in Gore bekommt, schwört er auf Eid, statt auf einem Pferd in einem schäbigen Gefängniskarren zu fahren, was für jeden Ritter eine große Schmach bedeuten würde. Lancelot interessiert sich jedoch nicht, was bittere Hater sagen, also geht er den Handel ein und erfährt so, dass Guinevere in einem hohen Turm in Maleagants Schloss gefangen genommen wurde. Er und Gawain reisen noch eine Weile zusammen, kommen zu einer holden Maid, die beiden über Nacht bewirtet, und glaubt mir, es wird nicht die letzte Maid sein, die wir in dieser Geschichte begegnen, und sie erfahren, dass es insgesamt zwei Wege gibt, wie man nach Gore kommt. Sie können sich entscheiden, ob sie über die Wasserbrücke reisen, die zwar etwas länger dauert, aber dafür sicherer ist, oder über die Schwertbrücke, die zwar mega gefährlich ist, aber dafür einige Tagesmärsche spart. Da sich Lancy und Granny Boy nicht sicher sind, welchen Weg sie nun gehen sollen, beschließen sie sich aufzuteilen. Während Gawain die langweilige Wasserbrücke wählt, entscheidet sich Lancelot natürlich dafür, die gefährliche und kurze Schwertbrücke zu nehmen, um möglichst schnell zu Guinevere zu gelangen. Okay, der nächste Teil der Romanze ist basically eine Reihe von Abenteuer, welche Lancelot auf dem Weg nach Gore erlebt, und in jedem muss er seine Ritterlichkeit in irgendeiner Form und Weise zur Schau stellen. Es ist außerdem leicht verwirrend, ihnen zu folgen, weil in fast jedem eine andere Maid auftaucht, die im Text nur als die Maid charakterisiert wird. Also gut, let's do this. Abenteuer 1. Lancelot möchte durch eine Festung reiten, doch versperrt ihm ein Ritter den Weg und sie kämpfen und Lancelot verliert. Doch auf einmal taucht eine Maid auf und sagt, nein, bitte verschone ihn. Aber der Ritter macht weiter. Und Lancelot bittet dann um Gnade im Namen Gottes und der Ritter sagt, okay, und hört auf und Lancelot reitet weiter. Abenteuer Nummer 2. Lancelot kommt zu einer anderen Burg, wo eine andere Maid gerade damit beschäftigt ist, von Banditen bedroht zu werden. Aber er rettet sie natürlich, wie es ihm die Ehre gebietet. Als Zeichen ihrer Dankbarkeit möchte die Frau nun mit ihm schlafen. Hey, immerhin ist sie direkt. Lancelot ist dem aber nicht so zugeneigt, weil er ja eigentlich Guinevere liebt. Aber er kann die Frau auch nicht ablehnen, weil er ein Gentleman ist, der geschworen hat, Frauen zu beschützen. Also legen sie sich zusammen ins Bett und die Frau möchte gerade anfangen, als sie merkt, dass Lancelot voll den Seestern macht. Das ist ihr dann doch zu cringe und sie beschließt, ihn in Ruhe zu lassen. Abenteuer 3. Die Dame vom letzten Abenteuer begleitet uns jetzt noch ein kleines Stück, weil sie immer noch auf Lancelot steht. Auf einmal erscheint ein mysteriöser Ritter, der sich mit Lancelot duellieren will, um der Ehre wegen. Und gerade machen sie sich für den Kampf bereit, als auf einmal der Vater des Ritters kommt und sagt, Sohn, mach nicht, im Vergleich zu dem bist du sehr scheiße, und dann duellieren sie sich doch nicht. Abenteuer 4. Lancelot und seine Begleiter kommen zu einer Kapelle, wo ein großer, mysteriöser Sarkophag in dessen Mitte steht. Der Priester der Kapelle sagt ihnen, dass der Sarkophag nur von jenem geöffnet werden kann, welcher der erlösende Retter des Volkes ist. Lancelot öffnet ihn natürlich und es zeigt sich, bam, er ist ein prophezeiter Held.
Die Lady aus Abenteuer 2 möchte nun doch nochmal ihre Chance bei ihm probieren und fragt Lancelot nach seinem Namen. Er antwortet ihr jedoch nicht, sie wird pissig und geht zurück nach Hause. Außerdem findet Lancelot einen Kamm, welcher Guinevere gehört und dem sie bei ihrer Entführung hat fallen lassen, und hebt ihn auf, da ihre Haare sein größter Schatz sind. Ey, voll creepy. Abenteuer 5, das letzte hoffentlich. Lancelot führt eine Armee von unterdrückten Bauern gegen die Armeen des Landes Lorge an, welche in einigen Artus-Legenden, die später folgten, als ein Land der Oger charakterisiert wird. Und am Ende von hier kämpft er gegen einen besonders lästigen Ritter, der auch unehrenhaft kämpft. Lancelot besiegt ihn natürlich schon wieder und der Ritter möchte um Gnade flehen, aber in diesem Moment kommt natürlich eine weitere Maid an, welche um den Kopf des Mannes bittet. Lancelot ist jetzt in einer gewissen Zwickmühle, weil einerseits hat er dem Mann bereits Gnade versprochen, andererseits kann er der Frau keine Bitte abschlagen, weil Frauen ihm heilig sind. Also gibt er dem anderen Ritter Zeit, sich eine neue Rüstung anzulegen, einen Helm aufzusetzen und sie kämpfen erneut. Mit dem exakt gleichen Ausgang, dass Lancelot gewinnt, nur diesmal schlägt er dem Mann einfach den Kopf ab. Die Maid nimmt den abgetrennten, blutigen Schädel entgegen, bedankt sich für das nette Geschenk und zeigt Lancelot, dass er noch einen Gut bei ihr hat. Ach, charming. So, nach dem ganzen Schabernack erreicht Lancelot endlich die Schwertbrücke, die nach Goa führt. Und wir erfahren, dass ihr Name gar keine Metapher ist. Sie ist einfach ein riesiges Schwert, was man überqueren muss. Ich frage mich, wie sich Gawain an der Wasserbrücke dann tut. Mit der vereinten Kraft von seiner Liebe zu Guinevere und seinem Glauben an Gott gelingt es Lancelot jedoch, über die Schwertklinge ganz vorsichtig rüberzuruppen und die Halluzinationen von Wildkatzen zu ignorieren, die auf der anderen Seite lauern. Schließlich, endlich ist er im Land Goa angekommen. Sofort macht sich unser Held auf den Weg zum Schloss des bösen Schurkens und er und Maligant bereiten sich vor auf einen Kampf auf Leben und Tod, als plötzlich Maligants Vater hereinkommt und die beiden unterbricht. Das Ding ist nämlich folgendes: Maligant mag ein kleines Shitbalg sein, aber sein Vater König Bactemagus ist ein ziemlich guter König und die ganze Sache ist ihm mittlerweile nur noch peinlich. Er veranlasst darum, dass Lancelot und Maligant in genau einem Jahr um Guinevere's Ehre kämpfen sollen. Solange soll Guinevere zurück nach Camelot gebracht werden. Lancelot kann aber nicht darauf warten, dass die Formalitäten geklärt sind, und klettert in der folgenden Nacht den Turm hoch, in welchem Guinevere gefangen gehalten wird. Es ist total romantisch, sie gestehen sich gegenseitig ihre Liebe und wir erfahren, dass sie ihn auch liebt und er eigentlich gar kein verrückter Stalker ist, der von ihr besessen ist, weil es auf Gegenseitigkeit beruht. Und dann beginnen sie richtig hart zu schnackseln und ballen. Dem aufmerksamen Zuhörer könnte mittlerweile die Frage aufgekommen sein, warum Guinevere's Affäre mit Lancelot so positiv dargestellt wird, wenn sie doch eigentlich mit König Arthur verheiratet ist. In der Liebesvorstellung der westeuropäischen Literatur des 11. und 12. Jahrhunderts war es tatsächlich gar nicht so unüblich, dass sich eine verheiratete Frau in andere Männer verliebt. Diese Romanzenströmung, im englischen Courtney Love genannt, zeichnet sich nämlich gerade dadurch aus, dass die Liebe am Ende des Tages unerreichbar ist. Guinevere muss zu Arthur zurückkehren, sie ist an ihren Ehepartner gebunden. Dieses Motiv einer Liebeserzählung als tragische Hofaffäre kam durch die Kreuzzüge nach Europa. Ähnliche Motive finden wir nämlich im Nahen Osten bereits in der arabischen Liebespoesie. Weitere Merkmale von Courtney Love, welche wichtig für diese Geschichte sind, beinhalten das extreme Verehren der Angebeteten, ungeachtet von Konsequenzen. Lancelot reitet sein Pferd zu Tode, fährt mit einem hässlichen Karren durch die Weltgeschichte und ist bereit, die schreckliche Schwertbrücke zu überqueren. Lancelot schätzt des Weiteren jede Frau wert, welche er auf seinen Reisen trifft. Sogar Maid Nummer 2, welche ihn für ihre eigenen Triebe missbrauchen will, wird weder von ihm noch von der Erzählung als eine negative Figur dargestellt. Besonders wichtig aber, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir diese Romanze lesen, ist, dass weder Guinevere noch Lancelot als Sünder charakterisiert werden. Sie mögen die Ehe zu Artus brechen, dies ist aber keine Verfehlung von den Figuren an sich. Im Gegenteil, ihre Liebe ist wunderschön, gottgewollt und schlussendlich tragisch. In späteren Adaptionen des Arthur-Stoffes ist das Konzept von Courtney Love übrigens aus der Mode geraten. Lancelot wird beispielsweise im Vulgate Cycle oder in Le Mort d'Arthur als mangelhafter oder sogar sündhafter Ritter beschrieben, weil er die Ehefrau seines Königs entehrt. So, jetzt aber genug gelernt, weiter geht's mit der lustigen Handlungswiedergabe. Als Maligant am nächsten Morgen das Turmzimmer von Guinevere betrifft, merkt er, dass ihre gesamten Laken mit Blut verschmiert sind. Lancelot hatte sich nämlich dummerweise die Hand aufgeschlitzt, als er den Turm hochgeklettert ist. Und wie es der Zufall will, liegt genau im Zimmer neben Guinevere Sir Kay in einem Zimmer, der immer noch aus den Wunden blutet, welche er sich von Maligans Schwert im Wald zugezogen hat. Maligant rastet jedenfalls komplett aus und beschuldigt Guinevere des Ehebruchs mit Kay, etwas worauf Lancelot natürlich großen Anstoß nimmt. Ganz nach dem Motto, niemand schläft mit dieser Frau außer mir und ihrem Ehemann.
Die beiden wollen sich jedenfalls duellieren und Kay möchte auch mitkämpfen, aber King Bee hat keinen Bock auf Blutgespitter und vertröstet alle drei auf den Kampf im nächsten Jahr. Mittlerweile hat Garvin übrigens herausgefunden, wie man die Wasserbrücke überquert und ist in Go'an gekommen, wo man ihm Guinevere für die sichere Heimkehr nach Camelot anvertraut. Sie und Lancelot reisen getrennt, wohl um ihre Liebe geheim zu halten. Ich hoffe, sie vergessen jemand Wichtigen, den sie mitnehmen müssen, der dringend ärztliche Hilfe bedarf. Unterwegs gibt es dann mehrere liebeskranke Litaneien von Guinevere und Lancelot darüber, wie sehr sie den anderen vermissen. Zwischenzeitlich denken sie auch, dass der andere tot ist und wollen Selbstmord begehen, machen es dann aber doch nicht und Lancelot trifft auf den Zwerg wieder, der ihn einst den schäbigen Karren angedreht hat. In einem Übertwist stellt sich heraus, dass er von Anfang an mit Maegan zusammengearbeitet hat. Er überwältigt Lancelot mit einem Trick und sperrt ihn in ein schäbiges, dreckiges Kackgefängnis ein, damit er sich nicht auf den Kampf im nächsten Jahres vorbereiten kann. Doch nicht alles ist verloren. Denn auch hier findet Lancelot das, was am meisten von ihm angezogen wird: Frauen. Um genau zu sein, die Ehefrau von Maegan Seneschall, welche Mitleid mit ihm hat und ihn eigentlich freilassen will, aber das traut sie sich dann doch nicht. Immerhin würde sie dann ihren Mann verraten. Lancelot schwört aber, dass er nur einen einzigen Tag in Freiheit braucht und schwört, danach zurückzukehren. Damit ist sie dann doch d'accord, lässt ihn frei und Lancelot macht sich auf zu einem Turnier, was ganz in der Nähe stattfindet und wo auch Guinevere da sein wird. Als diese ihn unter den kämpfenden Rittern erkennt, ist sie zunächst ziemlich pisst, weil er so lange weg war. Und als Liebesbeweis verlangt sie von ihm, dass er das Turnier absichtlich verliert. Was er auch macht, aber dann ändert sie ihre Meinung und möchte, dass er doch gewinnt und dann gewinnt er. Anschließend kehrt er so schnell wie möglich ins Drecksgefängnis zurück, um die Frau des Seneschall nicht in Schwierigkeiten zu bringen. Gegen Ende des Jahres merkt er jedoch, dass seine Situation sich zuspitzt. Wenn er nicht bald aus dem Gefängnis rauskommt, hat er keinerlei Chance, sich auf den Kampf mit Maegan vorzubereiten. Doch kurz vor dem vereinbarten Termin erscheint eine alte Bekannte am Fuße des garstigen Gefängnisturmes. Es ist Maid Nummer 4, die mit dem blutigen Kopf, genau. Nicht nur erfahren wir, dass sie den Gefallen einhalten wird, den sie ihm versprochen hat, es stellt sich außerdem heraus, dass sie Maegans Schwester ist. Nachdem er seine Kräfte ein letztes Mal gesammelt hat, tritt Lancelot Maegan dem vereinbarten Kampftag gegenüber. Von dem ganzen Hofstaat Camelots duellieren sie sich miteinander und zu Beginn scheint keiner von beiden die Oberhand zu gewinnen. Doch schließlich überkommt Maegans Zorn ihn, wütend darüber, dass Lancelot ihn immer noch widersteht und immer noch für Guinevere's Ehre kämpft. Und genau das nutzt Lancelot aus, macht einen geübten Sprung auf ihn zu und hackt ihm den Kopf ab. Die Menge jubelt, sie trägt Lancelot auf ihren Armen davon und die Geschichte endet. Endlich. So, was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, dass mittelalterliche Romanzen sehr weird sind, aber andererseits Courtney Love ein sehr cooles Konzept für das so prüde 11. Jahrhundert ist und keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur, dass Kay ein Pflaster bekommen hat mittlerweile.